Meine Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Lektion 7 bietet grammatisch folgende Schwierigkeiten, nämlich die Einführung einer neuen Deklinationsklasse, der sogenannten dritten Deklination. Das ist eine Gruppe von sehr ähnlichen Deklinationsarten, die man deswegen nur mit der Nummer zusammenfasst, die Sie sich auch genau anschauen sollten. Ich weise noch darauf hin, dass in dem grammatischen Teil hinten Anhang, den Kuhlmann zur Erläuterung bietet, etwas missverständlich die konsonantischen Stämme nur mit maskulinen und mit einem maskulinen, einem neutralen Beispiel eingeführt sind. Sie sollten also wissen, dass es eine sehr große Zahl von femininen Substantiven der konsonantischen Gruppe gibt. Und dass darüber hinaus auch die I-Stämme, die darunter aufgeführt sind, bei weitem nicht alle feminin sind, sondern dass andere Generator auch, die beiden anderen Generator auch zur Geltung kommen. Das ist etwas schwer zu, etwas schief dargestellt. Jetzt zu dem Text, der nur wenige Schwierigkeiten bietet, abgesehen von den neuen Formen, die Sie natürlich gut memorieren müssen. Dazu möchte ich einmal noch eine Bemerkung machen zu der Zeile 2: In deditionem accipere, jemandes Kapitulation entgegennehmen. Das bedeutet also, der Sieger akzeptiert, dass der Unterlegene nicht mehr weiterkämpft und ja, wie soll ich mal sagen, verpflichtet sich damit zu einer gewissen Schonung der Unterlegenen. Also Sieger ist Subjekt, der Verlierer ist Akkusativ Objekt. Und so ist das hier auch dargestellt in der Zeile 2 und Übergang zu 3. Wir haben an zwei Stellen das Pronomen quiquec vot in einer Verwendungsweise, wie wir es in der vergangenen Woche schon besprochen haben, nämlich der demonstrativen. Das heißt, es bezieht sich auf einen Begriff aus dem vorangehenden Satz. Und dann ist angezeigt, dass Sie im Deutschen dieser, diese, dieses sagen. Da es sich hier immer um gallische Stämme handelt, können wir also diese bleiben. Und noch ein Hinweis zu dem, was ich hier auch schriftlich fixiert habe, Zeile 8. Das Wort causa ist ein Substantiv, das Grund, Ursache, Fall, Prozess und Ähnliches bedeuten kann, aber auch in einer erstarrten Form hinter einem Genitiv wegen oder um Willen bedeutet und den Zweck der Haupthandlung bezeichnet. Also die Haupthandlung ist hier ja Caesar verschont, die Bellovaker. Warum? Welches Ziel verfolgt er dabei oder welches Motiv hat er damit? Und dieses Motiv ist mit Honoris in zweite Position im Satz gemeint. Und Causa dahinter drückt eben diese Beziehung aus der Handlung Conservare und ihrem Zweck Honoris an.